Herzlich willkommen auf YouTube zur nächsten Folge meines Single Let's Plays. Wir sind immer noch bei Feld 32. Ja, die größeren Felder, wenn man sie selber macht, dauern nun mal länger. Aber da machen wir so nichts dran. Einzige Möglichkeit, da was gegen zu tun, wäre entweder den Giants Helfer zu aktivieren oder mit Curse Play zu arbeiten. Man könnte auch den Abfahrer von Autodrive fahren lassen. Und ich habe jetzt zum Beispiel nicht aufgepasst. Ich weiß nicht, ob ich hier bis zum Ende der Reihe komme oder ob er vorher voll ist. Hallo Faltus. Ja, passiert, ne? Freue mich über jeden, der sich traut zu schreiben. Wir beißen ja nicht. Und wer nur im Hintergrund zugucken will, ganz still und leise, der ist ja auch willkommen. So, lassen wir mal leer laufen. Währenddessen können wir aber schon mal. Hier haben wir nämlich das große Ding drin. Da kommen wir jetzt natürlich rückwärts. Komme ich da nicht raus? Fahren wir schon mal zum Feld. So, schönen großen Bogen fahren. Ah, klappt. Ah, hier wird's schon was enger. Ah, so gerade geklappt. Weil den werden wir gleich auf dem Feld brauchen, um das Schneidwerk nach Feld 3 zu bringen. So, was haben wir denn hier noch? 1, 2, 3 Reihen noch. Ja gut, kann sein, dass der DZP im Urlaub ist, aber wir haben ja jetzt auch nichts Schlimmes getan, oder? Wir sind nicht groß angeeckt oder so. Was ich allerdings vergessen habe beim bei der Ballenpresse, dieses Ballengewicht vorne dran zu hängen.
Ja, das Pfingstwochenende ist jetzt vorbei. Wir hatten bei uns Maiball und drei Schützenfeste an einem langen Wochenende. Hier wenden kann man zum Beispiel auch sehr gut in der Innenansicht mit dem Enhanced Vehicle, hat man ja die Markierung, wo die Mitte ist, dann kann man wieder ansetzen. Und wenn man schön drin ist, dann rastet man ein, das GPS, und gut ist. So, na, das sind aber ja jetzt noch danach noch zwei Reihen und wir sind durch, ne? Dann haben wir es geschafft. Dann können wir so mit und mit so der Gerät zu Feld 3 bringen. Anfangen mit dem Ballenpressen. Wie machen wir denn gleich Feld 3? Mal gucken hier. Ja, ich denke Ost-West rein. Schräge reinfahren macht ja meistens wenig Sinn. Mit dem Vorgewende ausgleichen. Bin gespannt, wie viel Stroh ich hier noch runterhole. Ich mache zwar keinen riesen Gewinn mit dem Stroh, aber wenn ich Stroh einkaufen muss, ne? Alleine hier bei den Ballen, ne, hier so ein großer Strohballen sind schon mal 1200 Euro weg. Oder wenn wir hier reingucken, Stroh 45 Euro pro 1000 Liter, also auch lose nicht gerade günstig. Das ist eine gute Frage, Kit. Also ich habe auch normal angefangen. Wobei ich mir vorgenommen habe, als geübter Spieler mein nächstes Spiel auch schwer zu spielen. Aber das ist noch nicht entschieden. So, gleich beim Ballenpressen pressen wir zuerst die Bahnen und dann das Vorgewende. Warum? Damit uns die ganzen Ballen, die im Vorgewende liegen, nicht im Weg rumliegen. Oder? Oder wir machen es auf die altmodische Art. Wir pressen genauso, wie wir jetzt mit Vorgewende und so, wie wir das jetzt auch gemacht, wie wir jetzt auch gefahren sind. Also du hast auch normal überhaupt keine Stelle. Oder sowas. Du hast aber einen Traktor und so ein paar Maschinen. Allerdings stehen die in Gebäuden, die dir nicht gehören. Das bei einem anderen Schwierigkeitsgrad anders ist, weiß ich jetzt nicht. Ich habe es nie probiert.
So, schalten wir mal ein bisschen durch. Wir sind fertig mit dem Dreschen. So, hier fahren wir dann jetzt erst die hier rein. Das war dieser Schlenker drumherum. Das wird ruckeln. Das wird ruckeln. So, klar, in der Außenansicht kann ich jetzt viel besser sehen, vor was wegnimmt. Aber die Innenansicht, finde ich, ist viel entspannter. Das Vorgewende hatte ich ja hier schon weggesammelt, weil es ja angefangen hatte zu regnen. Jetzt pressen wir erstmal ein bisschen was. Ja, aber schickes Foto davon. Lassen wir uns nicht entgehen. Ich überlege gerade, wie viel Ballen da hinten überhaupt drauf gehen. Naja, wir pressen jetzt einfach so lange, bis wir was im Weg stehen haben. Also ich meine, auf den LKW gehen 15 Ballen. Und 21 oder so auf den... auf den Anhänger. Dann wären wir ja bei 21, 31, 36 Ballen gesamt. So. Rest hatten wir schon gesammelt. Dann müssen wir jetzt mal eine etwas engere Kurve fahren. Was aber bei der Ostseeküste ist, wenn du sie im Multiplayer startest, gibt es einen Hof, dem gehören die ganzen Zäune und sowas. Und nur über den kann man diese Zäune zum Beispiel verkaufen.
Wenn man den aus Versehen löscht, dann ist vorbei. Dann kann man sie nicht mehr verkaufen. Geht allerdings nur für Multiplayer-Spiele. Im Singleplayer gehören sie alle dir. Also kannst du sie alle verkaufen. Ohne Einschränkung. Beziehungsweise ich habe keine Einschränkung gefunden. Oh, das ist ja schon ganz schön. Ja, ganz schön viele Ballen, die hier im Endeffekt runterkommen werden. Oh, das ist ja schön. Ist das noch eine runter? Eine rauf? Dann ist diese Seite hier fertig. Diese Seite vom Felstrenner. Ja, da vorne liegt so ein kleines Häufchen. Das sind Sachen, über die ich aufhören muss, mir Gedanken zu machen, dass da noch so ein kleines Häufchen liegt, weil man muss die Zeit in Relation zum Nutzen sehen und da hier so ein, ne, so 9000 Liter Rohballen nicht gerade viel wert ist. Bringt im Verkauf, zeigt er mir jetzt da, so 600 irgendwas Euro im Verkauf. Das ist also tatsächlich nicht die Welt, und wenn, ne, für 9000 Liter, und wenn da jetzt 200 Liter oder so liegen, ich muss dafür aber nochmal komplett wenden und nochmal extra drüber fahren, dann würde im realen Landwirtschaft, würde es jetzt heißen, nee, das lohnt nicht, lass liegen. So. Dann sind wir hier mal fleißig dabei, das Stroh zu sammeln. Und ja, ich fahre jetzt mit Absicht zuerst das Vorgewende, damit ich mir im Weg stehe. Weil solange bis mir was im Weg steht, kann man jetzt hier Stroh sammeln. Den Ballenzähler für die Presse tatsächlich zurückgesetzt Anfang des Feldes. Ich weiß nur nicht, ob da vorher schon ein Ballen draußen war. Also bis auf einen Ballen sollte das stimmen, was der anzeigt für dieses Feld hier.
Oh, auf YouTube danke ich fürs Reinschalten. Schalten wir beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann und tschüss.